Mal herzlich willkommen zur Ringvorlesung. Heute Forderung 8: Erhaltet und schafft Raum für Biodiversität. Ein Thema, das in der Architektur noch kein allzu großes Thema ist, aber unbedingt eins werden sollte. Und deswegen haben wir heute wieder super spannende Gäste dabei. Dorothee Brandz ist eigentlich Historikerin. Sie ist aber auch Direktorin des Centers for Metropolitan Studies hier an der TU Berlin. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind eben unter anderem die urbane Umweltgeschichte und die Geschichte der Mensch-Tier-Beziehungen. Und wir haben uns kennengelernt in einem Workshop der Senatsverwaltung über die Biodiversität und dem Thema eben, wie kann das Thema mehr in die Architekturlehre und bei den Planenden ankommen. Und das ist sozusagen direkt eine unserer umgesetzten Ideen, dass wir Sie eingeladen haben, hier Ihre Arbeiten vorzustellen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Und dann begrüße ich Thomas Haug. Er ist Landschaftsarchitekt und bei der TU Berlin Professor für Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung und ist hier in Berlin aber auch tätig im Büro Animal Added Design, wo wir auch schon mal zusammengearbeitet haben in dem Projekt der Radbahn. Vielen Dank, dass auch du dir die Zeit genommen hast und nimmst, hier dabei zu sein und dein Wissen zu teilen. Wir haben dabei als Vertretung für Architects for Future Ulrike Amelung. Sie ist in der Gruppe für Landschaftsarchitektinnen bei Architects for Future aktiv. Auch die gibt es. Und sie ist beruflich in Cottbus verortet. Und wie immer startet sie mit der Einführung in die Forderung 8, erhaltet und schafft Raum für Biodiversität. Ich gebe gleich zu der Übersage aber noch zwei kurze Punkte zum Organisatorischen. Es sei wieder vorweggeschickt, dass wir wie in den letzten Wochen auch auf die Breakout-Sessions verzichten werden und nach den Inputs direkt in die große Diskussion einsteigen werden. Also überlegt euch gute Fragen, meldet die im Chat zurück oder eben auch hier im Raum, in den Räumen bei euch an den Hochschulen, dass wir dann gut in ein Gespräch kommen können und noch mehr aus den Expertinnen heute herauskitzeln können. Hier in Berlin gibt es dann anschließend, das sei an die gerichtet, die jetzt hier vor Ort sind, noch eine Vorstellung der Ortsgruppe Berlin mit einem kleinen Geburtstagsumtrunk, denn sage und schreibe, Architects for Future wird heute auf den Tag 5 Jahre alt. Heute vor 5 Jahren, 2019, in Wuppertal gegründet. Und es gibt natürlich ganz viele Erfolge zu feiern. Gerade gestern ist in Niedersachsen die Umbauordnung, die ja von uns initiiert und vorgeschlagen wurde, zumindest in Teilen gesetzlich verankert worden. Ein riesengroßer Erfolg, der vor allem der Politikarbeit und auch den Ortsgruppen in Kassel und in Hannover und natürlich der Gruppe Bauen im Bestand rund um Christina Patz, Michael Wicke und Patrick Bunnemann, der ja vor 2 Wochen hier war, zu verdanken ist. Und natürlich ein großes Danke an alle UnterstützerInnen, die uns bis hierher getragen haben, denn ohne die geht es natürlich auch nicht. Und jetzt gebe ich aber ab an Ulrike und das Thema Biodiversität. Hallo, ich teile mal meine Präsentation. Ist das jetzt im Vollbild zu sehen? So hier? Ja? Super. Dann, ja, hallo, ich begrüße euch auch. Ich bin Ulrike Amelung und ich habe Landschaftsarchitektur an der TU Dresden studiert und lebe und arbeite jetzt in Cottbus. Ich bin seit 2021 bei Architects for Future aktiv. Und zwar, weil ich mich nicht nur allgemein für Klimaschutz engagieren wollte, sondern gerade in dem Bereich, in dem ich mich auskenne und in dem ich sozusagen Profi bin. Und obwohl die Landschaftsarchitektur sich als sehr grüne Disziplin versteht, habe auch ich im Studium kaum etwas über den problematischen Verbrauch von CO2 und Ressourcen von Beton gelernt, sondern es eher als schickes, stilvolles Allrounder-Material kennengelernt. Aber in der Landschaftsplanung, da kennen wir uns ganz gut aus mit den Natur- und Artenschutzgesetzen und ihren Prüfinstrumenten, also den juristischen Schutzschilden der Biodiversität. Und um die geht es ja heute auch. Es geht um die 8. Forderung, erhaltet und schafft Raum für Biodiversität. Biodiversität schien bisher in der Regel eher etwas für Öko-Nerds gewesen zu sein, wieder
blockiert irgendeine Fledermaus oder eine Orchidee den Bau eines Megabauprojektes und ist irgendwie lästig. Aber eine Meldung ging vor wenigen Jahren dann doch um die Welt. Und zwar hat eine Studie in Krefeld 2017 festgestellt, dass in den vergangenen 30 Jahren die Biomasse an Insekten zurückgegangen ist, und zwar um 75%. Und das war dann doch viel dramatischer, als man bislang so vermutet hat. Was ist jetzt genau das Problem daran? Also unser Leben, unsere Ernährung, unsere Gesundheit und auch unsere Wirtschaft sind von einem komplexen und selbstregulierenden Ökosystem abhängig. Die Natur stellt uns kostenlos sogenannte Ökosystemdienstleistungen bereit. Also sie filtert Wasser und Luft und bestäubt die Bäume und lässt die Äpfel wachsen. Doch dieses komplexe und auch schwer durchschaubare Ökosystem ist derzeit stark gestört durch immer weitere menschliche Eingriffe und Überprägungen, was sich ja am stärksten in der Klimakrise ausdrückt. Das Problem an den Insekten ist nun, dass fast alle Ökosysteme von ihnen abhängig sind. Sie sind sozusagen systemrelevant als Beutetiere und zur Bestäubung als Schädlingsregulatoren und zur Verwertung organischer Stoffe. Und das bedeutet, dass neben der Klimakrise das Artensterben die größte Bedrohung der menschlichen Existenz ist. Also der Artenschwund muss unbedingt gestoppt werden. Nun gibt es in der Praxis schon allerlei wichtige Lösungen, wie man insektenfreundliche Begrünungen vor und an und auf Gebäude bringen kann, auch mit Multi-Benefits, was wir auch in der Vorlesung zu Klimaresilienz festgestellt haben. Auch wenn noch viel Unkenntnis darüber herrscht, muss man dazu sagen, was jetzt tatsächlich der Flora und Fauna hilft. Denn nicht alles, was grün ist und blüht, ist automatisch gut für die Insekten hier bei uns. Aber das ist ein extra Thema. Das Problem liegt auch noch tiefer. Denn der Artenschutz und Naturschutz ist ja eigentlich schon sehr verrechtlich. Es wurden bereits viele Rechtsgrundlagen erkämpft auf europäischer und auf deutscher Ebene. Es gibt Verträglichkeitsprüfungen und Schutz- und Kompensationsmaßnahmen, die ermittelt werden, wenn irgendein Bauvorhaben ansteht oder ein Plan aufgestellt wird. Doch obwohl es diese relativ starken Gesetzesinstrumente schon gibt, nimmt die Biodiversität ja offenbar ab. Das bedeutet, es funktioniert nicht. Das ist noch ausbaufähig. Und wenn nun auch die intensive Landwirtschaft als Hauptverursacherin des Artenschwundes gilt, so ist auch die Stadtentwicklung und die Baubranche, also wir, nicht ganz unschuldig daran. Wir treiben Straßen und Siedlungsräume wie Keile durch die Landschaft und zerpflücken einst zusammenhängende Naturschutzräume und Populationen. Jeden Tag werden in Deutschland 52 Hektar Fläche, Frischfläche sozusagen, neu bebaut. Und jetzt könnte man ja denken, okay, es gibt ja Eingriffs- und Ausgleichsregelungen. Das heißt, immer wenn irgendwo der Natur was abgezwackt wird, dann wird an einer anderen Stelle das ja wieder kompensiert und das ist ja alles geregelt. Aber heißt das jetzt konkret, wenn irgendwo ein Acker überbaut wird und zu Bauland gemacht wird, dass dann woanders ein neuer Acker geschaffen wird? Nein, das passiert nicht. Das geht auch gar nicht. Der Boden ist, wenn der einmal umgewälzt und überbaut ist, dann ist der futsch und dann ist er für immer futsch. Und das heißt, dass die Landwirtschaftsfläche in dem Fall abnimmt und sie muss auf gleicher Fläche, auf geringerer Fläche die gleichen Erträge schaffen. Das heißt, ein enormer Druck entsteht dort auf den Flächen. Und wenn nun aber immerhin als Kompensation in den neuen Wohnquartieren die Dächer begrünt werden und Obstbäume in den Vorgarten gepflanzt werden, dann mag das für die Insekten sehr hilfreich sein und das ist auch wichtig. Aber was hilft das dann dem Feldhamster? Ich will damit sagen, es kommt immer zur Verdrängung, wenn wir Flächen neu bebauen und Flächen für unsere Nutzungen beanspruchen. Und deshalb ist es wichtig, dass Organisationen wie Architects for Future auch zusammen mit zum Beispiel dem BUND oder dem NABU uns Seite an Seite für den Erhalt von Freiflächen stark machen, also von unbebauten und ungenutzten Flächen. Denn wir bei Architects for Future
Wir sind die Fachöffentlichkeit, wir haben die Expertise, um uns für ökologische Flächennutzungen einzusetzen, zum Beispiel in den kommunalen Bauleitplänen. Und deshalb an dieser Stelle gleich mal der Aufruf noch an euch, informiert euch über Biodiversität und nützliche Pflanzen. Es ist sehr faszinierend, wie komplex die Natur ist. Engagiert euch in eurer Architects for Future Ortsgruppe oder gründet sie. Fragt eure reiche Tante, ob sie noch spenden kann zu eurem Geburtstag für Architects for Future und folgt uns gern auf den sozialen Medien. Und das war der kleine Input und damit würde ich das Wort weiterreichen an Dorothee Brands. Dankeschön. Hey, ganz herzlichen Dank, Ulrike. Das hat schon ganz viele Themen aufgemacht. Und auch vielen Dank an dich, Elisabeth, und an euch alle für die Einladung. Und ich freue mich sehr, heute hier dabei sein zu können und auch mehr zu erfahren, auch von den Studierenden dann, welche Perspektive die Architects for Future oder überhaupt die Architektur auf diese Frage der Biodiversität liefert. Und auch toll für alle, die da sind, weil wir haben natürlich auch große Konkurrenz vom Fußball. Und wir werden unser Bestes tun, dass wir auch eine Fangemeinde hier darstellen können, obwohl der Konkurrenzdruck natürlich groß ist. Und ich muss zugeben, ich wäre nämlich heute eigentlich total gerne dabei gewesen, live sozusagen neben Elisabeth. Ich bin aber an der Fanmeile gescheitert, und weil ich hatte mein eigenes Multi-Species-Desaster. Ich musste mit meinem Hund zum Tierarzt heute. Und dann wollten wir eigentlich von der Uhlandstraße durch den Tiergarten nach Hause laufen und sind ständig an Zäune geraten, wo die Fanmeile sozusagen jetzt ihr Gebiet absteckt, und man nicht mehr durchkommt. Von daher habe ich da einfach wahnsinnig viel Zeit verloren und musste mich dann stattdessen dafür entscheiden, heute online dabei zu sein. Freue mich aber trotzdem, hier zu sein. Mein Hund liegt wohlbehalten unter dem Tisch. Und ich würde gerne ein bisschen die Frage der Biodiversität aufgreifen aus Sicht, wie Elisabeth ja schon sagte, aus Sicht der Geistes- und Sozialwissenschaften. Also ich bin selber keine Architektin und fand es auch schon sehr spannend, was Ulrike gesagt hat, schon halt diese architektonische Perspektive, die sehr viel sofort halt auf rechtliche Fragen abzielt, wie kann man das halt dann auch umsetzen? Und ich bin da immer ganz froh, also als Sozial- und Geisteswissenschaftlerin muss ich gar nicht unbedingt an die Anwendung denken, sondern kann mich mehr diesen größeren Fragen widmen, was bedeutet das alles? Und das habe ich heute oder möchte ich heute auch mal versuchen. Es war in der Vorüberlegung eine wahnsinnig schwierige Auswahl. Also worauf will ich mich konzentrieren, wenn es um die Frage der Biodiversität geht? Und weil die Forderung, ich teile vielleicht auch mal meine Präsentation. Moment. Ja, ich hoffe, das ist sichtbar. Ja, okay. Die Forderung, erhaltet und schafft Raum für Biodiversität, ist natürlich eine, die mir sehr am Herzen liegt, sowohl persönlich als auch akademisch. Und die erste Frage, die ich da hatte, was wir hoffentlich dann auch in der Diskussion klären können, das ist ja Punkt 8 von den 10 Punkten. Und da habe ich mich dann halt gleich gefragt, gibt es da eine bestimmte Ordnung, wie die einzelnen Punkte entstanden sind, ist da eine Wichtigkeit drin oder hat man einfach, wem das zuerst einfällt, hat halt zuerst den Punkt bekommen? Das würde mich total interessieren. Denn aus meiner Warte würde ich sagen, der Punkt 8 müsste eigentlich in gewisser Weise oder könnte auch sehr gut der Punkt 1 sein, weil ohne Biodiversität, und Ulrike hat da ja eben schon darauf hingewiesen, wird alles andere nicht mehr möglich sein, weil die Folgen des Arten Schwundes natürlich Folgen haben, die in alle Lebensbereiche hineinreichen werden, besonders natürlich unsere Nahrungsmittelproduktion. Aber insofern ist natürlich die Frage nach Biodiversität mindestens auf einem Level mit der Frage nach Klimawandel. Und ja, das ist jetzt also nicht nur ein Argument, jeder denkt, sein Punkt sollte der erste sein. Vielleicht haben das die anderen auch schon argumentiert, in der ersten 7 Punkte, dass ihrer ja eigentlich ein ganz zentraler ist. Aber vielleicht schauen wir ja mal so ein bisschen auf diesen Punkt des Artensterbens. Ulrike hat das ja schon angesprochen, aber wir befinden uns momentan, also ein bisschen Diskussion, ist es nun eine Sixth Extinction
oder vielleicht noch nicht, aber das Argument auf jeden Fall, und Ulrike hat uns da ja auch schon einige Zahlen geliefert, dass Artensterben ein ganz gravierendes Problem ist. Und nicht nur für Insekten, sondern für alle Formen von Tieren, dass wir jeden Tag Tausende von Tierarten verlieren. Also wir erkennen nicht, wir haben da ungefähr ein Fünftel der Tierarten sind eigentlich bestimmt worden, bisher in der Wissenschaftsgeschichte. Und wir verlieren sie schneller, als dass wir sie bestimmen können. Und da ist gleich vielleicht mein erster Punkt. Ich habe versucht, so ein paar Kernpunkte herauszudistillieren, dass Biodiversität ist nicht das gleiche wie Klimawandel. Und das ist allen hier Zuhörenden bestimmt völlig klar und total verständlich. Aber ich glaube, der Punkt ist schon wichtig, weil oftmals gerade in der Politik und dann in der Baubranche, nicht bei den Architects for Future, das aber schon ziemlich gleichgesetzt wird. Wir reden über Klimawandel und wenn man halt Klimaneutralität in den Vordergrund stellt, würde man sozusagen Biodiversität gleich mitverhandeln. Und dem ist halt mitnichten so. Also es ist auf jeden Fall lohnenswert, die beiden Themen auch nebeneinander zu verhandeln und zu schauen, was ist das eine, was ist das andere. So, und in dem Argument, Klimawandel und Artensterben sind nicht das Gleiche. Und ich muss mich vielleicht auch ein bisschen entschuldigen. Das ist ein bisschen textlastig geworden. Das mache ich eigentlich normalerweise nicht. Aber ich habe zwei Sachen überlegt. Zum einen sollen die Folien ja dann hochgeladen werden, dass sie sich dann auch auf ihre Klausuren am Ende vorbereiten können. Vieles sind aber auch faktische Informationen. Und bei vielem gibt es gar nicht so die Bilder dafür. Oder es gibt dann halt so Schaubilder, aber das ist dann halt auch oftmals ein bisschen schwierig. Was hier an der Seite steht, das können Sie sich kurz mal angucken, aber das sind hauptsächlich Punkte, die diese Frage nach, was ist Biodiversität, was bedeutet Artensterben, einfach noch mal ein bisschen anhand von Zahlen verdeutlichen. Und der wichtige Punkt, wieso Klimawandel und Artensterben nicht das gleiche sind. Klimawandel ist ein Aspekt im Artensterben, aber es ist halt nur ein Punkt, der Artensterben verursacht. Und es gibt noch viele weitere Gründe dafür. Ressourcenverbrauch ist auf jeden Fall ein wichtiger Grund. Wasser, wir reden immer mehr, auch in Berlin oder auch in Deutschland ist die Frage des Wassers oder des Mangels an Wasser ein immer größeres Thema. Aber wenn wir auf Südeuropa blicken oder auch Nordafrika, den Mittleren Osten, andere Klimazonen, wo Wasser natürlich ein viel größeres Problem ist, sehen wir. Und Wasser ist nicht nur verbunden sozusagen mit Fragen vom Klimawandel. Ebenso Müllproduktion, ne? Die ganze Frage nach Mikroplastik. Das ist natürlich auch was, was Effekte hat, die sich dann halt auch im Klimawandel manifestieren können, aber es ist nicht das Gleiche. Ebenso mit unserer industriellen Agrarwirtschaft oder die Produktion von Monokulturen. Das kann ja auch in Wäldern sein. Das ist jetzt nicht nur der Acker, sondern halt auch der Kiefernforst und die ja natürlich dann auch die Lebensräume für Tiere verkleinern oder gar nicht erst möglich machen. Und da haben wir in den letzten Jahren auch ganz viele Debatten, wo es halt auch darum geht, Wälder wieder auf Mischwälder umzustellen. Und da ist auch oftmals das Argument, wird benutzt, Klimawandel, wir müssen Klima, die Wälder klimaresistenter machen, aber es geht natürlich immer auch um die Lebensräume für Tiere, Fungi, alle möglichen Lebensformen. Und dann die Frage der Zerstörung von Lebensräumen, das kam ja vorhin auch schon, der Punkt der Flächenversiegelung. Und hier, das sind schon nochmal auch zwei verschiedene Aspekte, über die es sich lohnt, nachzudenken. Zerstörung von Lebensräumen kann sein, ne, dass sozusagen Städte wachsen und immer mehr in eigentliche tierische Biotope eindringen. Es kann aber auch Flächenversiegelung sein. Und das muss nicht, es kann das Gleiche sein, aber muss nicht unbedingt Hand in Hand gehen. Das kann auch Sachen sein, dass wir halt immer mehr in die Regenwälder eindringen, ohne sie zu zerbauen, aber ohne sie zu versiegeln, aber trotzdem halt, dass wir dort Agrarflächen kreieren und so weiter. Also das erstmal als ein wichtiger Punkt. Ich habe hier auch mal noch ein paar Quellen angeführt.
Und da ist auch die Krefelder Studie dabei, die Ulrike ja auch vorhin erwähnt hat. Ganz wichtig auch, und da erkennt man vielleicht auch den Unterschied zwischen Klimawandel und oder dem Diskurs über Klimawandel und dem über Artensterben und Biodiversität. Letztes Jahr in Montreal hat, oder vor 2 Jahren, hat die Weltnaturschutzkonferenz stattgefunden. Wenig beachtet von den Medien, wobei und die World Climate Conferences, ne, da sind wir schon, weiß ich nicht, die nächste ist jetzt die 28., 29. Also da, ja, und da wird dann ganz viel drüber geredet. Das kommt in allen Medien, aber halt Weltnaturschutz und auch das Abkommen, was daraus entstanden ist, hat noch nicht die Reichweite, obwohl es eigentlich mindestens genauso wichtig sein sollte. Ohne auch überhaupt ein Argument zu machen, das eine ist wichtiger als das andere. Denn es bestehen enge Zusammenhänge zwischen den beiden. Wenn wir auch denken, Fragen von städtischen Wärmeinseln, for instance, die Konsequenzen, das hat natürlich auch Konsequenzen dann für Tierarten und ihre Überlebensfähigkeit, für Pflanzenarten und so weiter. Und wenn wir aber, mal sehen, ob das hier fehlt vielleicht eine. Mal schauen. Ah ja, genau. Nee, das ist auch noch der Punkt. Wenn wir Klimawandel und Artensterben gleichsetzen, übersehen wir vielleicht ein paar grundlegende Punkte. Ja, und hier möchte ich nur ein paar Punkte anregen, über die wir dann ja nachher noch diskutieren können. Und ich habe da einfach 3 Beispiele mal ausgewählt. Das erste ist die Fassadendämmung, die ja jetzt auch gerade groß besprochen wird und wo es auch viele, na, Investitionshilfen gibt und dass das gemacht werden soll. Ich weiß nicht, wie hier jetzt da die Meinung darüber ist, aber so im breiten Diskurs wird das ja schon ganz oft aufgeführt als eine Methode, um sozusagen die CO2-Ausstöße zu reduzieren, weil natürlich der Gebäudesektor ein riesiger Faktor in CO2-Produktion ist. Gleichzeitig bedeutet, Fassadendämmung ist also für CO2-Verbrauch vielleicht eine tolle Sache. Gleichwohl zerstört er möglicherweise Lebensräume für Gebäudebrüter, indem Fassaden abgeschlossen werden und halt Zwischenräume verschwinden, in denen Gebäudebrüter, ne, besonders auch kleine Vögel, Insekten, vorher ihren Lebensraum hatten. Und es gibt da teilweise jetzt auch schon gesetzliche Auflagen, ne, dass dann halt andere Nistkästen und Vogelkästen halt auch angebracht werden müssen. Aber hier wäre vielleicht auch ein Plädoyer erhaltet, ne? Also und halt die Frage, ob hier ein Erhalt von Räumen, wo man halt sieht, dass beispielsweise Gebäudebrüter oder halt auch andere Lebewesen, die sich an Gebäuden aufhalten, vielleicht möglich ist. Oder auch, was die Frage halt an Ressourcen, ob eine Begrünung von Gebäuden vielleicht auch nochmal einen Wärmedämmeffekt hat, der halt nicht unbedingt solche Dämmmaterialien, die auch wieder ihre eigenen Probleme aufweisen, mit sich bringt. Also hier so vielleicht so ein bisschen ein Argument auch für Dinge lassen, Platz lassen und erhalten. Der nächste Punkt, wo es halt vielleicht zu Konflikten zwischen Fragen des Klimawandels und Fragen der Biodiversität kommen kann, ist die ganze Diskussion, die wir ja auch verstärkt sehen über Klimabäume, gerade halt in Städten, wenn es um die Diskussion zu Straßenbäumen geht, brauchen wir neue Arten, die wir in die Städte bringen, was oftmals halt südliche Arten sind, mit denen halt auch experimentiert wird, ob sie sich halt hier in den Städten mit zunehmenden städtischen Wärmeinseln, mit nicht so extremen Wintern, ob die halt hier sozusagen bessere Chancen haben, den Klimawandel standzuhalten. Was aber oftmals noch nicht so mitgedacht wird, bieten diese Bäume denn halt auch einen Lebensraum für die Tiere, die eigentlich in vielen Stadtbäumen ja auch wohnen. Und diese ganze, ne, bilden sie auch ein Biotop, der halt auch nicht nur Schatten spendet und nicht nur CO2 auch wieder umwandelt, sondern der halt auch ein Biotop sein kann. Da gibt es eine große Diskussion, deswegen habe ich unten für Sie das angefügt, in Hamburg, weil der Hamburger Bürgermeister die Idee ganz toll fand, Gecko-Bäume zu pflanzen, weil die halt klimaresilienter sind.
Und dann hat aber der BUND argumentiert, ja, das ist, als würde man Plastikbäume eigentlich dahinstellen für ein Ökosystem. Also hier der Punkt, na, fürs Klima ist es vielleicht gut, aber für die Biodiversität nicht unbedingt. Der dritte Punkt, den ich kurz anbringen möchte, ist die Frage von Glasfassaden. Glas könnte klimagünstig sein. Es ist auch, ne, als Baustoff, wir sehen das ja, es ist momentan oder schon seit einigen Jahren eine absolute Explosion an Glasfassaden weltweit. Gerade auch nicht wie hier, obwohl das ist eigentlich fast egal, also auch an Skyscraper-Hochhäusern, wobei man sagt, ne, die sozusagen Problematik ist auch bei niederen Glasscheiben, also die gar nicht so hoch gelagert sind. Aber für aus ästhetischen Gründen, Glas ist heutzutage sehr kostengünstig. Aber es ist eines der größten Probleme, wenn wir an das Aussterben von Vogelarten denken. Weil jedes Jahr Millionen Vogelarten oder Millionen, nicht Vogelarten, sondern Millionen Einzelvögel an diesen Glasscheiben. Und das ist nur in Europa. Weltweit sind es Milliarden von Vögeln, die jedes Jahr an diesen Glasscheiben zum Opfer fallen, durch Vogelschlag. Und es wäre eigentlich was, was sehr einfach, ne, sozusagen abzuändern ist. Und dann gibt es ja mittlerweile auch schon Methoden. Ich werde auch auf der weiterführenden Literaturliste da Ihnen ein paar Sachen zur Verfügung stellen, da vielleicht anders zu denken. Und da sind wir vielleicht gleich beim nächsten Punkt. Biodiversität erfordert ein grundlegendes Umdenken. Wir können also, wenn wir Biodiversität ernst nehmen wollen, wäre mein Argument, müssen wir Stadt auch ganz anders denken. Weil bisher haben wir, und da ist jetzt vielleicht, spricht vielleicht so ein bisschen die Historikerin in mir, haben wir Stadt oder auch traditionell haben wir Stadt oftmals gedacht oder auch den gebauten Raum als ein vom Menschen für den Menschen gemachter Raum. Hier ist das grundlegende Umdenken halt auf eine Idee hin zu einem Multispecies-Verständnis des urbanen oder auch des gebauten Raumes. Ne? Also eine Bauwende hin zu einem Multispecies-Verständnis, dass die Stadt nicht nur für den Menschen ist, sondern für Lebensformen aller Art. Und dass die Lebensformen, die ja immer schon in der Stadt existiert haben, nicht nur vis-à-vis uns Menschen evaluiert werden, sondern auch auf ihre eigene Lebensberechtigung, ihr eigenes Recht auf Stadt, ihr eigenes Recht auf Lebensraum. Dass wir halt beispielsweise auch anerkennen, dass Gebäude halt auch Lebensräume für ganz unterschiedliche Lebensformen sein können. Ne, die Gebäudebrüter sind da das markanteste Beispiel. Aber natürlich auch die Frage nach dem baulichen Umfeld, was wir kreieren. Und das Bild links habe ich eigentlich, habe ich erst heute Morgen gemacht. Das ist auf der U-Bahn-Strecke U3 im Hohenzollern-Damm eine Wiese, da, im Gegensatz zu einem, ne, das ist ja eher, glaube ich, ein Sportplatz, aber im Gegenzug zu einem Rollrasen. Also Grünfläche ist auch nicht gleich Grünfläche, das hatte Ulrike ja vorhin auch schon angedeutet. Und inwiefern das bauliche Umfeld halt nicht nur ein ästhetischer Grünraum ist, sondern dass der Grünraum natürlich auch immer Lebensraum sein sollte, was auf dem linken Bild gewährleistet wird und auf dem rechten, ja, in den Bäumen vielleicht schon, aber auf dem Rasen sicherlich nicht. Und wie wir da halt auch umdenken können und aus einer Multispecies-Perspektive halt hier auch dann wieder Fragen von Ästhetik und so weiter vielleicht nochmal neu evaluieren müssen, weil unsere Ästhetik ist vielleicht nicht unbedingt, ne, der englische Rasen, den viele vielleicht schön finden und ästhetisch ansprechend, ist aber vielleicht nicht das, was anderen Lebewesen auch einen Lebensraum bietet. So, dann wollte ich kurz zwei mögliche alternative Konzepte, die schon länger damit arbeiten, ansprechen. Ich werde sie wirklich nur kurz ansprechen. Sie können, deswegen habe ich hier auch zwei Buchtitel einfach als Bilder reingegeben, die Idee einer Biophilic City, ein Planungskonzept beruhend auf einem schon auch biologischen
Konzept von E.O. Wilson, ein Evolutionsbiologe, der gesagt hat, alle Arten möchten eigentlich gut leben. Und wenn Menschen das anerkennen und eine Liebe für andere auch Lebensformen entwickeln, dann kann halt sowas wie eine Biophilie entstehen. Und Timothy Beatley hat das aufgegriffen, der ist Planer an der University of Virginia und hat das aufgegriffen schon vor vielen Jahren. Was würde das für die Planung halt von unseren Stadträumen bedeuten? Sowohl für Infrastrukturen, für Gebäude, für ne, alle möglichen, für Grünräume, für Blauräume. Also von daher schauen Sie da gerne mal rein, wenn Sie das interessiert und halt dieses Konzept der Biophilie, was das halt bedeutet, wie unsere Städte anders aussehen könnten. Ein zweites Konzept ist die Biotope City. Und hier ist auch ein Bauprojekt 2021 abgeschlossen worden, das Projekt Wienerberg. Und es ist ein Konzept, was maßgeblich mitentwickelt wurde von Helga Fassbinder, die auch an diesem Projekt Wienerberg beteiligt gewesen ist. Sie sehen hier unten die Website, weil ich habe die deswegen eingefügt, weil es für Sie vielleicht auch interessant sein könnte, weil die schon seit über einem Jahr auch so eine Lecture-Series machen, wo sie Vorträge zu allen möglichen Fassadenbegrünung, Fragen des Kostens, Gebäudebrüter und so weiter. Und die sind alle online verfügbar. Also von daher schauen Sie mal rein, wenn Sie da ein Thema sehen, was Sie interessiert, da können Sie sich das auf jeden Fall auch noch anhören. Gebäudebegrünung sehen Sie, ist hier auf jeden Fall schon ein ganz wichtiger Aspekt. Und da sehen wir vielleicht auch wieder die möglichen Konfliktpunkte mit einer klimaresilienten, die nicht unbedingt gleich eine biodiverse Begrünung ist, weil es gibt ganz viele Fassadenbegrünungen, die müssen aber nicht unbedingt gut sein für auch wieder eine Multi-Species-City. Gleichwohl kann es auch Konflikte geben, dass wenn man halt eine insektenfreundliche Fassadenbegrünung macht, dass dann viele Anwohner sagen, na, aber Spinnen wollen wir nicht im Haus haben und Mücken auch nicht. Also dass hier auch Konfliktpotenzial entsteht, mit dem man halt auch umgehen muss. Ja, also Biophilie ist nicht nur Liebe für alles mehr als menschliche, sondern hier werden auch neue Konflikträume eröffnet, die man natürlich dann auch adressieren muss. Und ein ganz wichtiger Punkt, was vielleicht für Sie auch wichtig ist, und ich weiß, Thomas wird das bestimmt auch gleich aufgreifen, den Helga Fassbinder, die auch neulich gerade einen Vortrag gehalten hat bei der EDIS über genau dieses Projekt Wienerberg. Und das Wichtigste, was sie gesagt hat, und das würde ich Ihnen allen auch vielleicht ans Herz legen, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese Fragen nach Biodiversität, einem Multi-Species-Urbanism von Anfang an mit in eine Gebäudeplanung zu integrieren. Das eines der größten Probleme wäre, wenn man es erst danach versucht, dann halt nachträglich noch einzuschieben, weil man dann Gefahr läuft, dass es, sobald die Kosten größer werden, dann auch gleich wieder ausgestrichen wird. Also wenn es von vornherein in die Bauplanung integriert ist, damit es dann halt auch nicht leicht wieder wegrationalisiert werden kann. Und ich weiß, Thomas hält das auch für einen ganz wichtigen Punkt und wird da vielleicht auch selber was dazu sagen. Ein dritter Punkt, und ich habe vier Punkte, also von daher bin ich fast durch, ist, dass Biodiversität auch über das Gebäude hinaus gedacht werden muss. Ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, die Fragen von ja, das Bauumfeld, wenn wir halt auch an Wiesen im städtischen Raum denken, Straßenbäume und so weiter. Aber ich denke, Biodiversität muss auch auf einem planetaren Level gedacht werden, weil wo kommen denn die Baustoffe her? Und ich sehe das momentan sehr, sehr viel in der Diskussion um nachhaltigere Baustoffe, dass Holz jetzt sehr, sehr hoch gehalten wird. Wobei ich mich dann immer frage, wo soll denn all das Holz herkommen? Weil Holz ist vielleicht ein Renewable Resource, aber trotzdem muss er ja erstmal irgendwo herkommen und so schnell wie gebaut wird, können die Bäume gar nicht nachwachsen. Überhaupt Baumaterialien, wo kommen sie her? Und dass wir hier halt auch nicht nur über unsere Lebensräume nachdenken können, weil das oftmals auch ein Kritikpunkt ist, dass Fragen nach Biodiversität sehr eingeschränkt sein können. Ja, mein Baum, meine Straße, mein Hinterhof.
die aber oftmals dann nicht weiterführend sind, die auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit oftmals ausklammern. Da ist oftmals auch die Diskussion über Greenwashing oder just green enough. Und hier halt Fragen auch, wie ist man halt auch nachhaltig im Sinne einer sozialen Verträglichkeit, aber auch einer ökonomischen Verträglichkeit, wenn man ökonomisch nicht nur als Kapital generierend, sondern halt auch als Ressourcen schonend versteht. Und der letzte Punkt, den ich machen würde, und dann höre ich auch auf, wie gesagt, es gibt noch viel mehr Punkte, die man machen könnte, ist, dass Biodiversität auch mit Sprache anfängt. Und hier habe ich einfach mal so ein paar Terminologien rausgesucht, die wir oft verwenden, wenn es um Architektur, Grünfragen geht, Tiere in der Stadt. Ja, wir sprechen viel von Zierpflanzen, von Zierrasen, Abstandsgrün oder das Unkraut, was na, aufgehalten werden muss. Das Unkraut ist aber vielleicht das Beikraut und bringt das dann schon halt. Und was für uns ein Unkraut ist, ist für viele Insekten vielleicht eine Lebensgrundlage. Sind bestimmte Tiere, die wir mit bestimmten Labeln versehen, die Ratten der Lüfte, ne, die eigentlich Tauben sind und ganz eng an unseren, ne, als Kulturfolger ganz eng an unsere Lebensräume gebunden sind, drücken wir da halt schon in vieler Hinsicht bestimmte ja, Attitüden aus, genauso mit dem Begriff Ungeziefer. Ne, wessen Position nehmen wir hier ein? Und ich würde sagen, zu ganz allerletzt, sogar der Begriff Ökosystemleistung, an dem ich mich sehr, sehr reibe, weil mir der wahnsinnig neoliberal vorkommt und auch immer auf den Menschen bezogen. Wo liegt die Ökosystemleistung für uns? Aber vielleicht sollten wir ja auch im Begriff auf andere Lebewesen denken. Und ich werde hier dann noch eine Literaturliste hinzugeben, aber das habe ich leider jetzt nicht geschafft. Von daher vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt sehr, an Thomas weiterzugeben, der das alles noch viel konkreter darlegen wird, weil das Animal-Aided Design eine ganz besondere Form ist, wie man halt mit einem Multispecies-Urbanism umgehen kann. Dorothee, ja, vielen Dank. Super. Ich habe gleich parallel zu dem Vortrag Folien gelöscht, was sowieso notwendig war. Genau, um nicht zu viel zu wiederholen. Vielen Dank, gerne. Ich würde jetzt sozusagen in Ergänzung und aufbauend darauf die Planungsmethode Animal Aided Design vorstellen. Das muss man nicht so nennen. Es geht einfach darum, wie man sozusagen planerisch aktiv in die Gestaltung und Planung von urbanen Räumen Biodiversität mit beachten kann und sozusagen die Bedürfnisse von Tierarten aktiv einbeziehen kann. So, ich hoffe. Darstellung, Vollbild. Ja, sind meine Folien zu sehen? Ja. Okay, vielen Dank. Genau, ja, ich denke, das ist schon beantwortet. Ich frage natürlich immer, wo ist das Problem? Also planen wir Städte nicht auch für Tiere schon längst? Und vor allem in der Landschaftsarchitektur, aber auch in städtebaulichen Projekten kennen wir, glaube ich, alle diese Renderings mit dem Anspruch, biodiverse und Städte mit leistungsfähigen Ökosystemen zu kreieren. Und das ist auch gut so. Und in einem Rendering ist das aber relativ einfach zu machen, in Photoshop ein paar Tierarten hinein zu kollagieren. Das funktioniert relativ leicht. Das dann tatsächlich auch umzusetzen, dass Räume Funktionen für die Erfüllung der Bedürfnisse von Arten haben, ist natürlich etwas schwieriger und dabei wollen wir auch helfen mit unserer Methodik. Die Realität schaut natürlich ganz anders aus. Städte werden in Wirklichkeit noch immer so geplant und das ist ja auch ein Rendering, das ist ja interessant, ne? Das ist ja am Hauptbahnhof, und das ist jetzt kein Foto, sondern da gab es ja Menschen, die finden das auch gut so. Also das soll ja ein positives Bild sein und wenn man sich das mal anschaut, und ein bisschen auskennt über ökologische Funktionalität von Räumen,
Also wir haben hier Vogelschlag, hohe Gefahren, den ganzen Glasfassaden. Wir haben relativ wenig Biomasse. Ja, also diese wenigen Bäume da. Wir haben stark versiegelte Böden. Ja, also keine biologisch aktiven Böden, außer vielleicht ein bisschen unter den Baumscheiben, wobei das ist, glaube ich, eine wassergebundene Decke da. Und wir haben zum Beispiel kein Übergangsbereich, kein Kontakt zwischen Wasser und terrestrischen Lebensräumen unter Anführungszeichen. Also das ist auch komplett baulich getrennt. Also nur um eine der wenigen sozusagen nicht erfolgten Überlegungen, die Rücksicht nehmen, also die eben keine Rücksicht auf die Bedürfnisse von Tier- und Pflanzenart nehmen. Also das ist ganz sicher keine Multispecies City und Vision, die hier propagiert wurde, sondern das ist natürlich eine rein anthropozentrische, und ich bin persönlich auch der Meinung, dass das eigentlich auch ein durch und durch menschenfeindlicher Raum eigentlich ist, der hier imaginiert wurde. Warum planen wir eigentlich nicht schon längst mal die Species City und nehmen Rücksicht und sehen Tiere und Pflanzen als Stakeholder der Stadtentwicklung? Das sage ich nur ganz kurz, das hat Dorothy auch schon erklärt. Es hat was mit der Hygieneparadigma der Moderne zu tun. Es ging natürlich um Naturbeherrschung in der modernen Stadtentwicklung, auch nicht ganz zu Unrecht, um Kontrolle von Krankheiten, und Tiere sind natürlich auch Vektoren, und es ging eben darum, wirklich hier eine räumliche Trennung zwischen dem, was man unter Natur und ökologischen Prozessen heute versteht, und dem zivilisierten Raum für den Menschen. Wir haben das jetzt auch in den Planungssystemen gespiegelt, diese Dichotomie. Also wir haben eine Stadtplanung inklusive Architektur und Freiraumplanung, die sozusagen auf die Bedürfnisse des Menschen ausgerichtet ist. Und dann gibt es eine gegenläufige Planung, Naturschutz- und Landschaftsplanung, wie auch schon in der Einführung ja erläutert, die sozusagen eine im Sinne eines Denkmalschutzes, also eine bewahrende Aufgabe hat, Naturräume, Kulturlandschaften und natürlich auch biodiverse Räume vor Urbanisierung und sozusagen Stadtentwicklung zu bewahren, und ihre Funktionalität und natürlich auch Schönheit zu erhalten. Und das ist auch gut und wichtig so. Das ist ganz wichtig. Und auch dieses Renaturierungsgesetz, was ja jetzt beschlossen wurde, ist in diesem Sinne, und das hat ja progressive Elemente, dass ja um wieder eine Wiederherstellung geht. Ich denke, das wird hoffentlich ein großer Schritt sein, um in einen progressiveren Naturschutz hineinzukommen und diesen Vektor zu stärken. Was wir aus unserer Sicht auch brauchen, vor allem im urbanen Raum, ist auch Entschuldigung, eine Methodik, die eben mit diesem ersten Vektor, also die Stadtentwicklung mit der Planung für Pflanzen und Tiere vereinbart, sozusagen als zusätzliches Planungsinstrument. Was ist denn das Problem in dieser Gegenläufigkeit? Ist, dass eben mögliche Synergien übersehen werden. Es ist ja nicht so, das hat ja Dorothy auch schon angesprochen, dass es per se das Bauen und das Errichten von Städten, das Gestalten von Städten inklusive der zugehörigen Freiräume ist ja nicht per se Tier-, Pflanzen- und biodiversitätsfeindlich, sondern natürlich das sind immer Landnutzungsänderungen, die natürlich Konsequenzen haben, aber nichtsdestotrotz haben wir viele Möglichkeiten und Maßnahmen, die auch die Neuerrichtung von Gebäuden oder deren Umnutzung oder auch die Pflege von Parkanlagen oder wie Grünräume konzipiert und dann gepflegt werden, die sozusagen auch da an Tiere und Pflanzen zu adressieren, dass diese Räume auch für die anderen Organismen eine Funktion haben können. Wir können jetzt sagen, warum ist das überhaupt ein Problem? Warum muss man uns im urbanen Raum darum kümmern? Das ist doch ein Thema des ländlichen Raums, und dazu nur kurz. Ganz schnell, ich kann es jetzt nicht genau erklären, das Diagramm da, also diese drei Säulen zeigen einmal das Vorkommen von Arten. Sozusagen die erste Spalte, die erste Säule zeigt Arten, die nur in der Stadt vorkommen.
Die zweite Säule, die dritte Säule zeigt Tierarten, die nur im Umland vorkommen. Und wir haben in der Mitte die Säule, das sind Tierarten, die sowohl in Städten wie auch im Umland vorkommen. Ich spreche jetzt von 50 deutschen Städten, die wir da verglichen haben. Und die Region haben wir in einem 50-Kilometer-Radius angeschaut. Und was man da sieht, das ist das Interessante, wir haben eine ganz, ganz hohe Überlappung. Also diese Dichotomie, die ist sozusagen empirisch eigentlich gar nicht zu halten. Das heißt, fast 50% der Arten, die im Durchschnitt, die im Umland vorkommen, also im sogenannten ländlichen Raum, kommen auch in der Stadt vor. Ja, also diesen großen Unterschied, den gibt es überhaupt nicht. Das heißt, es lohnt sich sehr wohl aus ökologischer Sicht, einfach wenn man sich die Arten anschaut, Städte auch für diese Arten zu planen und gestalten und die sehr wohl als Akteurinnen, als Stakeholder von Städten zu begreifen, weil sie schlicht und einfach da sind und in ihnen leben. Jetzt könnte man natürlich sagen, na, das ist doch eh fein, die kommen ja eh vor, das ist doch super. Leider gibt es eben hier negative Prozesse, also auch in den urbanen Räumen findet eben Artensterben und vor allem eine Verdrängung der Arten statt. Wir haben durch die sogenannte Reurbanisierung, also die Nachverdichtung der Städte seit den 1990er Jahren, hohe Artenverluste sowohl in der Individuenzahl wie auch in der Artenzahl. Und nur, die ist schon etwas älter, die Studie, um es am Haussperling zu zeigen, in Großbritannien seit den 1990er Jahren nehmen die Populationsbestände massiv ab in den Großstädten. Und zum Beispiel in München gibt es, das ist mein Wissensstand, vielleicht ist es auch schon veraltet, eigentlich nur mehr eine einzige Haussperlingspopulation in der Innenstadt. Alle anderen sind schon ausgestorben. Das hat eben damit zu tun, dass wir die Stadträume noch mal stärker versiegeln, dass der Nutzungsdruck auf die öffentlichen Räume steigt und dass wir natürlich bebauen. Und insofern ist dieser Begriff der doppelten Innenentwicklung, das ist richtig, darauf zu schauen, also beides zu, sowohl Freiräume zu qualifizieren, wie natürlich auch ungenutzte Flächen für Bebauung zu nutzen. Aber die Überbauung von Freiräumen hat eben Folgen. Und das heißt, ich muss mich darum kümmern, um mir überlegen, wie kann ich weiterhin die Bedürfnisse dieser Arten, die vorher auf Brachflächen, auf sehr niedrig und extensiv gepflegten Räumen ihre Ressourcen geerntet haben, wie kann ich für die weiterhin eben Habitat und Nahrung zur Verfügung stellen. Dritter Punkt, warum es in der Stadt wichtig ist, aber das wurde heute auch schon gesagt, dass wir dadurch, wie wir Städte zurzeit bauen, Tiere einfach massiv töten und Glas und Licht sind sozusagen die größten Probleme. Und hier sozusagen eine sehr schöne Schule aus der Schweiz, die aber sozusagen eigentlich so alle Fehler, die man bezüglich Vogelschlag und Glasverwendung machen kann, auch macht. Aber Dorothy hat auch schon die Schweizer Vogelwarte erwähnt. Da gibt es exzellente Publikationen für Architektinnen und Planer, wie man eben hier vermeiden kann, Tiere zu töten und zu schädigen durch die Art, wie man Licht und Glas planerisch verwendet. Sowas können wir jetzt tun. Ich habe es schon angedeutet. Es geht eben darum, zusätzlich zu dem Schutzgedanken eben Tiere als Stakeholder aktiv in die Planung mit einzubeziehen und sie als Nutzerinnen von Räumen zu adressieren. Und wir machen das mit Animal Aided Design. Und wie viel Zeit habe ich eigentlich? Wir sollten um 5 fertig sein, oder? Oder wie ist unser Zeitplan? Ich beschleunige trotzdem mal. Ja, nimm dir die Zeit, die du brauchst, genau, bis 5 ist super und Okay, alles klar, gut. Ja, ich gehe ganz, wir haben sozusagen diese. also ich glaube, es ist spannend, dementsprechend Okay, bring es gut. so zu Ende und setz die Punkte, die du setzen Ja, möchtest. ich beeile mich noch, genau. Also wir haben jetzt dafür 4 Schritte vorgesehen, wie man das machen kann. Sie können es anders nennen. Ich denke aber, Dorothy hat es auch schon gesagt, früh einzubeziehen. Und es geht eben darum, Arten erst nicht ganz spät, wenn man die Baugenehmigung will, erst zu beachten, sondern von Anfang an, wie wir menschliche Gesellschaft in ihrer Vielfalt natürlich von Anfang an mitdenken müssen wir das eigentlich auch mit Arten tun. Und das ist der Schritt A.
Und deswegen muss man mal schauen, welche Arten kommen vor. Da nimmt man Kartierungsdaten, um den regionalen Artenpool zu erkennen. Aber da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Aber was dann wichtig ist, es geht ja um das Zusammenleben zu organisieren zwischen menschlicher Gesellschaft und sozusagen nichtmenschlichen Tieren und natürlich dann auch Pflanzen in weiterer Folge. Und deswegen brauchen wir da ganz früh schon sozusagen Abstimmungs- und Ko-Kreations- und Partizipationsprozesse, um dieses Zusammenleben zu organisieren, und Möglichkeiten auszuloten und auch um Konflikte relativ früh zu identifizieren. Das heißt, wir nennen das immer sozusagen so einen Ko-Kreationsprozess in der Zielartenauswahl, in dem Sinne jetzt nicht, dass man sie wie aus so einem IKEA-Katalog auswählt, sondern in dem Sinne, dass man schaut, für welche Arten können wir überhaupt in den vorhandenen Limitationen und Potenzialen Räume bereitstellen, die diesen Arten auch ein gutes Leben ermöglicht und welche Konflikte zeichnen sich im Zusammenleben dann auch mit den menschlichen Bewohnern ab. Und das ist ein wichtiger erster Schritt. Und beim zweiten Schritt geht es natürlich dann darum, die Bedürfnisse dieser Arten, die man adressiert als Stakeholder, dann in die Planung mit einzubeziehen. Und das ist im Endeffekt der Motor auch von Animal-Aided Design. Das heißt, wir schauen uns wirklich die Bedürfnisse der Arten in den verschiedenen Lebensphasen, also in der Überwinterung, sind sie anders als während der Brut- und Aufzucht an und leiten davon dann eben Designlösungen ab. Das heißt, ich muss sozusagen diese quantitativen und qualitativen Daten, die Bedürfnisse der Arten beschreiben, dann in einem kreativen Prozess zum Teil in meinen Gesamtentwurf ja, integrieren, weil wir bauen ja keine Zoos mit Käfigen, die nur für die Tiere da sind und auch keinen Nationalpark, sondern wir müssen sie ja einschreiben und integrieren in Räume, die natürlich weiterhin sehr, sehr stark auf die Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft ausgelegt sind. Das heißt, wir müssen hier sozusagen eine sogenannte Multikodierung leisten und da auch Synergien entfalten. Und das kann man auf drei Ebenen machen, auf gesamtstädtischer, auf Quartiersebene und am Objekt. Und auf gesamtstädtischer Ebene geht es in erster Linie um eine Art Verkehrsplanung für Tiere, dass Räume auch durchgängig und Mobilitätsräume auf gesamtstädtischer Ebene für Tierarten sind. Und da sind wir eben dabei, gerade so eine Art Verkehrsmodellierung, Verkehrsplanung für Tiere zu entwickeln, womit man dann eigentlich auf Augenhöhe dann mit der Verkehrsplanung eigentlich zeigen kann, hier kann sich eine Art gut bewegen und findet auch Ressourcen vor. Und hier gibt es aber Barrieren, wo sie nicht durchkommen und wo sie dann zum Beispiel auch isoliert sind oder wo Populationen sich dann nicht austauschen können. Ich überspringe da mal die Details. Was man damit erreichen kann und da nochmal zum frühen Einstieg und zur Beachtung von Arten in der Planung. Der Vorteil ist so, dass man Städtebau dann auch für Tiere betreiben kann, dass man sagt, wo sind Mobilitätskorridore, wo sind Ressourcenfelder, Habitate, die verbunden werden müssen, und wie kann ich das zum Beispiel auch mit einer Bebauung dann oder einer Nachverdichtung dann in Übereinstimmung bringen. Und ich kann dann sehen, was passiert eigentlich im Konnektivitätsnetz, wenn ich hier ein Gebäude hinsetze oder hier zum Beispiel einen Parkplatz begrüne, dann kann man das eben in dieser Modellierungsmethodik dann auch die Auswirkungen dieser Landnutzungsänderungen auf das Gesamtnetz abschätzen. Im Quartier, das heißt ja ein Stadtteil und so weiter, das ist eine extrem produktive Ebene, um Arten zu adressieren. Und da geht es eben darum, Maßnahmennetze über solche Räume zu legen, die verschiedene Raumeinheiten adressieren, die Dächer, die Fassaden, die Freiräume. Und die sind natürlich miteinander verbunden. Ja, geht jetzt nicht nur darum, einen Nistkasten aufzuhängen oder in Fassaden zu integrieren und mir dann keine Gedanken darüber zu machen, wo kommt die Nahrung denn dann her für die Arten, die dann diese Nisthilfen in der Fassade nutzen. Das heißt, ich muss da vernetzt denken und dafür entwickeln wir Animal-Aided Design Maßnahmenkataloge, die dann in die
verschiedenen Planungsschritte, die ja auf in so einer quartiersweiten Planung noch folgen, dann einfließen können. Und natürlich gibt es auch so Baselines, die haben wir schon mal erklärt, und dazu gehört zum Beispiel eine tierfreundliche Lichtverwendung und vogelfreundliche Glasverwendung. Aber dann kann man eben sozusagen für die verschiedenen Elemente, wir nennen es Raumeinheiten, die ein Quartier so aufweist, von den Fassaden bis zur Freiraumstruktur, dann Maßnahmenkatalog für bestimmte Zielarten entwickeln. Und man muss die quantifizieren und genau beschreiben. Und dann, wenn man das so genau macht, dann sind die auch sozusagen politisch so stark, dass sie dann die verschiedenen Planungsschritte, die bei einer Quartiersentwicklung folgen, noch überleben. Und hier ein Beispiel: Wir haben für Oberbillwerder, das ist ein großes Stadtentwicklungsgebiet in Hamburg, so einen Maßnahmenkatalog entwickelt. Und der ist dann zum Beispiel in die Auslobung für die Entwicklung, für den Wettbewerb, für den grünen Loop. Das ist sozusagen das Freiraumnetz für diesen neuen Stadtteil eingeflossen. Am Gewinner war Atelier Leudl. Und so ist es gelungen, ja, sozusagen so eine Handshake zu machen, also den Staffelstab an andere Planerinnen zu übergeben, die dann in ihrem Planungsfeld, in ihrem Teilbereich, in ihrer räumlichen Aufgabe dann sozusagen diese Maßnahmen integriert haben. Und natürlich zuletzt ist das Objekt wichtig, und eine ganz einfache Sache, wofür es ja industrielle Standardlösungen gibt, sind natürlich Nisthilfen und Fassadenquartiere, wie hier zum Beispiel hinter Putz in die Wärmedämmung integrierte Fledermausquartiere. Und das erscheint zunächst einfach und ist es auch. Wir können es einfach millionenfach schon machen. Ein paar Überlegungen muss man schon immer tun. Also da rieselt ja zum Beispiel der Kot raus aus diesen Spaltenquartieren für Fledermäuse. Das heißt, es wäre natürlich ungünstig, wenn jetzt da die Terrasse dann drunter läge, wo dann der Kot in die Teetasse träufelt oder in den Wein in der Abenddämmerung. Das heißt, man muss das sozusagen schon auch, man muss sozusagen die Konsequenzen und ja, eben das Verhalten der Arten kennen, um hier auch keine Fehler zu machen. Man kann das, solche Quartiere in industrielle, das ist so ja, das ist ja Fertigteilfassade, also man kann da sozusagen eigentlich in die Massenproduktion starten. Es hält uns eigentlich nichts mehr zurück, dass solche Maßnahmen in jedes Gebäude eigentlich einzubauen, auch in der Sanierung zum Beispiel. Ich überspringe das mal. Wichtiger Punkt sind natürlich Dächer weiterhin. Also da denke ich, finden Sie auch viel Information. Auch da jetzt wieder, ein Gründach ist nicht automatisch sofort eins, was Biodiversitätseffekte hat. Viele extensive Dachbegrünungen sind zu dünn. Ja, aus unseren Studien wird es ab 12 cm relevant, dass sie dann auch das Bodenleben zum Beispiel in großen Kälteperioden oder in Dürreperioden auch in so einem Schichtaufbau halten können. Wenn sie den zu dünn bauen, stirbt eben das Bodenleben regelmäßig ab. Das heißt, und sie brauchen auch verschiedene Strukturelemente und so weiter, aber diese Informationen können sie auch gut finden, biodiverse Dachbegrünungen. Und es ist eben wichtig, eine Dachbegrünung ist eben nicht automatisch biodivers. Das heißt, da muss man schon auch nochmal drauf achten und diese Überlegungen mit einbeziehen. Aber sozusagen die wichtigste Raumeinheit jetzt aus unserer Sicht sind natürlich die Freiräume. Das ist sozusagen, die stellen die meisten Nahrungsressourcen zur Verfügung und bieten auch sehr, sehr viele Konflikte. Wir haben in der Regel einen hohen Nutzungsdruck und hohe Nutzungskonflikte. Also es geht eben auch darum, sozusagen Nutzungen zu zonieren, extensivere Bereiche, wo Vegetation auch sich am besten eigendynamisch entwickeln kann, von intensiv genutzteren zu unterscheiden, um wirklich hier die Potenziale, die die Freiräume haben, zu entfalten. Wir arbeiten da mit verschiedenen Vegetationstypen und natürlich dann auch Pflanzenlisten. Also es kommt, wie Dorothee schon gesagt hat, tatsächlich dann auch wirklich auf die Artenauswahl an. Aber ja, also da brauchen Sie dann einfach sozusagen wissen, welche Arten, welche Pflanzen als Nahrungsressource benutzen. Und deswegen machen wir diese spezifischen Artenporträts, um das genau adressieren zu können. Dann zum Schluss noch ein kleines Plädoyer für sozusagen die Einbeziehung von ökologischen Dynamiken in diese Stadt, in die Entwicklung der Freiräume. Wir haben ja eine
Tradition jetzt 70 years, es sind schon, glaube ich, jetzt 100 years of Garden Machinery. Also, wir haben einen wirklich aufgerüsteten Fuhrpark, um Vegetationsdynamik unter Kontrolle zu halten. Also, wir haben ja im Endeffekt eingefrorene oder stillgestellte Grünräume. Das ist sozusagen das ästhetische Entwicklungsziel oder auch eben auch das ökonomische, wobei es eigentlich natürlich sehr viel Erdöl und Energie verbraucht, diesen Stillstand zu produzieren. Aber es gibt natürlich Alternativen. Zum Glück ist ja Berlin da eh Vorreiterstadt. Das ist auch ein Berliner Beispiel. Das ist vor der alten Münze. Das war eine Verkehrsbrache, die jetzt anhand der Götterbäume kann man das sehen. Ich schätze, die ist so 3 bis 5 Jahre alt in diesem Zustand. Und wir müssen ja eigentlich gar nichts machen, ne? Also es passiert ja von allein. Wir haben ja hohe Vegetationsdynamiken durch den Samenpool, der in Böden da ist, oder eben auch durch den sogenannten Seed Dispersal, also Samenverbreitung. Und ja, wir machen uns eigentlich extrem viele Gedanken und treiben einen hohen Aufwand, um ja so ein Pflanzen- und Vegetationsbild nach unseren ästhetischen Präferenzen, die ja hauptsächlich aus dem 17. Jahrhundert stammen, zu erzielen. Und ich finde, das sieht eigentlich auch super aus. Also ich finde es auch ästhetisch relativ ansprechend. Und man kann das auch aktiv planen. Und da ist natürlich der Park am Gleisdreieck ein tolles Beispiel. Also wir haben ja da Vegetationsbestände, die von allein entstanden sind und geschützt und erhalten werden. Aber es gibt dann eben, ich finde es leider einen schrecklichen Begriff, Ökoschotter. Aber nichtsdestotrotz ist das sozusagen eigentlich ein Versuch, ein erfolgreicher ökologische Dynamiken aktiv und progressiv in die Gestaltung mit einzubinden. Das sind einfach Schottergemische. Da gibt es schon sozusagen so eine Nutzungsregulierung durch den Grobschotter. Da geht es sich einfach nicht so gut. Das heißt, da wird schon, ja, die Leute so freundlich auf den Wegen gehalten. Und da haben sie einfach eine hohe Vegetationsdynamik. Und da muss man eigentlich gar nichts machen. Ja? Einmal im Jahr draufgehen und ein Pappelsämlinge rausziehen, wenn man jetzt keine Bäume will. Aber das ist einfach ein super Beispiel. Und ich glaube, wir sollten viel, viel stärker ökologische Dynamik im Vegetationsbereich, aber ich denke jetzt auch an Biber und deren sozusagen Dynamikpotenziale viel stärker auch in urbanen Räumen zulassen. Und das ist wirklich eine Herausforderung für die Planung. Also ich würde jetzt mal sagen, die Spree mit der Biberdynamik zu überlassen und dann sozusagen in eine Parkplanung zu integrieren, das fände ich zum Beispiel mal ein total spannendes Planungsthema. Ich überspringe das, man muss das alles ökologisch begleiten und überwachen, weil das sind exotische Maßnahmen auf der Baustelle und wir sollten auch Monitoring machen. Kriegen in der Regel kein Geld dafür in Forschungsprojekten, ja, aber das wäre natürlich auch wichtig zu schauen, ob die Maßnahmen funktionieren. Können das in manchen Projekten machen, aber würden das noch natürlich gerne viel öfter tun, um wirklich auch lernen zu können, welche Maßnahmen funktionieren und welche nicht. Und damit bin ich auch am Ende meines Vortrags und ich bedanke mich für die Einladung und die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Super, vielen Dank, Dorothee und Thomas und natürlich auch Ulrike am Anfang für die Sensibilisierung für dieses ja super spannende Thema, finde ich. Also mir als Architektin ist oder war das auch in dieser ganzen Breite nicht so bewusst und ich hoffe, dass vor allem die Architekturstudierenden unter uns ganz viel heute davon mitgenommen haben. Du hast mir mal gesagt, Thomas, in der Planung, als es damals um die Radbahn geht, der ärgste Feind der Pflanzen ist der Mensch, der eigentlich alles kaputt trampelt. Nee, ich ich finde, würde fast sagen, der Mensch, der alles umschneidet. oder umschneidet, genau. Und ich finde, was wir da als Architektin oder Planende in allen Berufen sozusagen mit wenigen Umdenkmechanismen ja schon bewirken können, ist ja eine ganze Menge. Und so grundlegend, wie Dorothee das ja auch schon gezeigt hat, und das ist einfach im Moment, mir ist es zumindest nicht bewusst und ich glaube, es ist auch im Studium einfach bisher kein wirkliches Thema. Das wäre jetzt auch spannend, mal von den anderen Studierenden
in der Zoom, im großen Zoom-Kosmos zu hören und rückgemeldet zu bekommen, wie ihr das aufgenommen habt oder auch wenn es Fragen hier im Raum gibt. Ich fände es spannend, vielleicht nochmal bei den Maßnahmen, die ihr schon aufgezeichnet habt, zwei, drei ganz konkrete Hinweise den Studierenden mitzugeben. Also gibt es irgendwie den Trick, mit dem Glasflächen vogelfreundlich sein können? Gibt es die drei Pflanzen, die ihr empfehlen könnt, die an die Fassade oder rundherum müssen? Oder wie sind eben Fassaden dann zu planen? Dass, also du hast gerade schon ein paar Beispiele gezeigt, wie so Nistkästen oder auch Fledermausbehausungen eingebaut werden können. Aber worauf ist eben zu achten, wenn jetzt Studierende Entwurfsprojekte machen oder in ihre Büros gehen und da arbeiten, um diese ja, Pflanzen- und Tierfreundlichkeit umzusetzen? Gibt es da schnelle Antworten? Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Hinweis. Ich kann vielleicht sagen, weil ich sehe, Thomas denkt gerade drüber nach. Von daher wird er gleich die Antwort haben, weil ich hätte sie nämlich nicht. Aber wieder, ich bin ne, sozusagen ja Geistes- und Sozialwissenschaftlerin. Ich hätte ganz viel Literatur dazu, die ich dann halt da auf die Liste auch draufsetzen kann. Vielleicht gar nicht so unbedingt zu bestimmten Baumarten oder halt bestimmten Methoden, aber wo man sich darüber informieren kann, weil das ist ja auch alles ein ständiger Prozess. Ne? Und da sind wir vielleicht teilweise auch wieder beim Klimawandel. Wir haben jetzt ganz viele sozusagen einen hohen Anpassungsdruck. Und da, es wird ja viel geforscht. Und da wird sich viel ergeben. Also es gibt nicht so den Endpunkt, dass man sagen kann, ne? Die Bäume, ich habe das auch gesehen, im Chat wird auch schon diskutiert, ne? Welche Bäume könnte man denn nun nehmen? Und jeder hat seine Vor- und Nachteile. Aber das ist auch ein hochkompliziertes Gemenge, ne? Wir haben das da schon gesehen im Chat, die Wurzeln sind das eine und wie sie halt mit Hitze umgehen, aber sie müssen ja auch mit Frost umgehen können und so weiter. Also von daher ist das immer schwierig. Ja, die Liste kommt dann online, die ist dann sozusagen, ich mache die hinten noch an meine Präsentation dran, dass sie da dann halt für alle zugänglich ist. Ja, ich meine, jetzt in den Modellierungen, es gibt natürlich eine wirklich ganz simple Regel: je mehr Biomasse, umso besser. Also, ja, also da gibt es einfach einen ganz, ganz einfachen Zusammenhang mit der Arten- und Individuenzahl jetzt auf gesamtstruktureller Ebene. Also, so viel Vegetation wie nur möglich in jedes Projekt rein. Jetzt, aber das ist eben extrem pauschal, aber das ist sicher. Ein ganz, ganz ursächlicher Zusammenhang, weil eben die Biomasse ist sozusagen ja die Basis sämtlicher trophischer Ebenen. Also das ist sozusagen die Nahrungsgrundlage, das ist sicher. Und ja, mit dem Glas, ich muss sagen, vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht heißt die Broschüre. Das Wissen ist, das ist schon alles da, ja. Also zunächst auf architektonischer Ebene schauen, dass man sozusagen strukturell Eckverglasungen vermeidet, die Glasflächen, die zusammenhängenden reduziert. Aber es ist ja auch völlig ungefragt, ist ja völlig klar, dass wir natürlich Licht in den Gebäuden brauchen und dann gibt es nochmal so detailtechnische Lösungen mit vogelfreundlicher Verglasung. Die haben einfach dann so ein Punkteraster drauf und so weiter. Aber also das ist wirklich schnell angeeignet. Da gibt es ausreichend Literatur dazu. Und mit der Pflanzenauswahl. Jetzt ist ja, jetzt ist auch eine Studie erschienen. Es war ja immer so mit den heimischen Pflanzen. Das war eh klar. Also es ist ja immer so, das hat ja zwei Ebenen. Da gibt es sozusagen so eine, ich sage mal, kulturkonservative Ebene, die das Heimische aus dem Heimischsein gern will. Und dann gibt es natürlich eine Argumentation, die ist naturwissenschaftlich und natürlich gibt es eine Koevolution zwischen Tierarten und Pflanzenarten, die in lange Zeit in selben Räumen vorkommen. Und natürlich die Funktionalität zwischen einer Stieleiche, wie hier auch genannt, ist für viele, viele Arten, die ist einfach viel höher als mit einem Ginkgo, der aus dem asiatischen Raum kommt, wo eben mit Tierarten, die
die sich entwickelt haben, eben für die wenige Funktionen hat. Also ich würde sagen, wenn man das aber, und das, da gibt es auch Studien dafür, es ist durchaus sinnvoll, wir können einfach jetzt in den extremen urbanen Standorten viele der heimischen Arten, Baumarten wirklich nicht mehr halten, wenn wir nicht radikal die Straßenräume anders verstehen würden, also mit viel, viel größeren versickerungsfähigen Substraten und so weiter. Und da wird es auch schwierig und da ist es durchaus legitim, ähnliche Arten aus dem Balkanraum zum Beispiel zu verwenden, wie eben, dass man zum Beispiel dann Zähreiche verwendet und da ist auch der Nachweis erbracht, dass die eine ähnlich hohe Funktionalität haben wie die sogenannten heimischen Arten. Ja, aber das sind wirklich alles Detailfragen. Da muss man sich schon reinarbeiten. Deswegen, ich würde ja, es geht um interdisziplinäre Zusammenarbeit und Ökologen und Landschaftsplanerinnen gehören einfach wirklich ins Bauen, ins Team mit hinein, um dann wirklich, ja, man kann das eben nicht so pauschalisieren. Ich könnte ja auch nicht die Frage stellen, was ist in jeder Wohnung, was ist in jedem Bürogebäude zu beachten. Es sind eben ganz, ganz viele Dinge. Nein, selbstverständlich. Das wollte ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass LandschaftsarchitektInnen sozusagen im integralen Planungsteam zu ersetzen sind. Aber gerade jetzt hier, was das Studium angeht, ist ja, sind die Studierenden ja ganz oft erstmal auf sich alleine gestellt und arbeiten eben noch nicht in diesen integrierten Teams. Und da trotzdem eine Sensibilität schon mit reinzubringen in den Entwurf, das ist ja ganz, ganz wichtig, da schon zu pflanzen sozusagen. Und im Chat gibt es auch die Frage, ob es denn ein Bewertungssystem gäbe, welches quasi die unterschiedlichen Tierarten bevorzugt oder berücksichtigt sozusagen, um zu zeigen, die und die sind besonders gefährdet oder da und da müssen wir besonders darauf achten und rein investieren, um den Bestand zu stärken. Dorothy, du wolltest auch noch was sagen, oder? Ja. Ja, mir ist nur eingefallen, während du gesprochen hast, weil es ja auch um konkrete Beispiele ging, für diejenigen, die in Berlin sind. Also man kann sich das Beispiel, was Thomas hatte am Hauptbahnhof, als ein absolutes Negativbeispiel anschauen, wenn es halt um Verglasung von Gebäuden und einer problematischen Architektur geht. Und wenn man nur ein bisschen weitergeht, zum Futurium, da kann man sehen, wie halt eine Problemlage erkannt wurde. Weil die hatten genau das gleiche Problem am Anfang und dann haben sie halt gemerkt, sie haben ein Riesenproblem mit Vogelschlag. Und dann haben sie eine Folie angebracht und haben das Problem sozusagen, sind das offensiv angegangen, nachträglich, aber es hat wirklich was gebracht. Also von daher, wer in Berlin ist, kann sich die Gebäude innerhalb weniger 100 Meter mal anschauen und sich selber seine Gedanken dazu machen. Genau, wenn es jetzt um Tierarten geht, ich glaube, würde ich so nicht machen, weil das ist ja auch schon wieder total von uns ausgedacht. Was ist für uns nützlich? Ne, was finden wir schön vielleicht? Weil ich glaube, das ist ja genau das, halt dieses Umdenken, wenn wir wirklich Diversität fördern wollen. Und wir sind ja eigentlich, ne, wenn ich jetzt mal als Historikerin sprechen darf, von der Diversität, die hauptsächlich in der Stadtplanung von Männern ausging, zum Großteil von weißen Männern ausging, dann kamen auch ne, zunehmend Frauen hinzu, dann kamen andere ethnische Gruppen hinzu. Und ist nicht die Möglichkeit, dass wir halt diesen Begriff von Diversität halt noch mehr erweitern, dahingehend, und das haben wir ja gelernt bei den unterschiedlichen, ne, halt auch sozialen Gruppen. Es kann nicht darum gehen, sie einfach nur zu integrieren und ihnen auch ein bisschen Raum zu geben, sondern es bedeutet auch, dass die Kategorien, nach denen Stadtentwicklung gemacht wird, auch umgedacht werden müssen. Und von daher denke ich, es ist ein Kriterium schon, ne, diese Frage nach Nützlichkeit müsste man dann halt auch noch mal völlig überdenken, wessen Nützlichkeit. Und das ist halt, das ist wahnsinnig schwierig. Und ich habe auch gedacht, als Thomas gesprochen hat, ne, wir haben ja beide dafür plädiert, Sachen auch einfach zu lassen. Und ne, dass sich vieles auch einfach selber entwickelt. Und das ist in vielerlei Hinsicht, stimmt das, aber es stimmt auch wieder nicht unbedingt. Ne? Also es gibt auch bestimmte Arten, die sich durchsetzen. Wir hatten den Götterbaum. Ne, wenn wir den einfach lassen, wie er möchte, dann haben wir bald überall Götterbaum. In gewisser Hinsicht ist das ist sehr resilient, also gar nicht. Ich bin auch überhaupt kein Feind von Götterbaum, aber er drängt dann wieder andere Arten raus. Ähnlich ist es halt bei, ne, bei allen möglichen Tierarten. Also es ist ein hochkomplexer Prozess, wo
es, glaube ich, nicht darum gehen kann, wie können wir den unbedingt beeinflussen. Zuerst müsste es mal darum gehen, wie können wir ihn mitdenken, wie können wir ihn verstehen. Und dann halt zu schauen, wo kann man ihn einfach lassen, um wirklich Biodiversität zuzulassen. Und wo ist es vielleicht dann doch notwendig, halt ein bisschen einzugreifen? Vielleicht hast du einen Punkt dazu zum Götterbaum, Thomas, weil ich weiß, der ist ja hoch umstritten, wie man damit umgehen soll. Ja, ich finde es eigentlich schlimm, dass der auf dieser schwarzen Liste ist, weil er funktioniert auch gut. Ich werde auch nicht so dogmatisch. Ich finde, es ist manchmal sinnvoll, sogenannte invasive Arten zu bekämpfen in Gebieten, vor allem wenn man damit andere seltene Arten schützen will. Und woanders ist es eh sinnlos. Und das ist auch meines Erachtens. Vielleicht nicht in der Schweiz, da wird ja sogar das Militär eingesetzt zur Bekämpfung invasiver Arten, aber es ist eh, man hat eh keine Chance. Ja, die besetzen einfach eine Nische, die unbesetzt war und gehen da rein. Und ich denke, ich will das aber jetzt auch gar nicht. Ich denke, es ist an manchen Stellen gut und richtig, das zu tun in Naturschutzgebieten und wo sozusagen andere geschützt werden müssen, aber ich. Ja, man muss ihn jetzt nicht pflanzen, nur manchmal, es gibt ja so wie Götterbäume, die groß geworden sind in Berlin und die stehen da als Straßenbäume. Der hat keine Gärtnerhand gesehen, vielleicht mal aufgeastet und es funktioniert einfach super. Und da denke ich mir schon, da, also da jetzt dogmatisch zu sein, die werden jetzt eh nicht umgeschnitten, ja. Aber es spricht schon auch manchmal was für den Götterbaum. Ich fand die Diskussion mit Zielartenauswahl nochmal interessant. Ich werde auch, also, ich denke mal, man muss wie, deswegen habe ich auch diesen Partizipationskreis gezeigt, man muss wie überall in der Planung hier immer eine Zieldiskussion führen. Also, was will man? Und ich finde, da kann man durchaus die Rechte von Tieren mit einbeziehen. Also, das wäre schon auch meine Position. Also ich finde, die jetzt schon da sind und die den Raum auch nutzen, die haben auch aus meiner Sicht ein gewisses Recht. Und so ist ja der Artenschutz eigentlich eh schon konzipiert, diese Räume dann auch weiterhin oder wieder nutzen zu können. Und sonst muss man wirklich eine Diskussion darüber führen. Es gibt natürlich auch Konflikte, die unter Umständen nicht bewältigbar sind. Also jetzt ein Innenhof, in den Engen, wenn es möglich wäre, jetzt aktiv Frösche anzusiedeln. Ich weiß halt nicht, ob man das dann durchsteht als flächenverantwortliche Person, ne? Also ich finde, das kann man auch nicht ignorieren, dass es Probleme gibt. Also insofern muss man schon die Zieldiskussion führen. Und natürlich im Sinne jetzt sozusagen der Minderheitenförderung hätten aus meiner Sicht natürlich seltene und gefährdete Arten schon jetzt auch eine höhere Aufmerksamkeit dann verdient in so einem Auswahlprozess. Und ich möchte noch mal zu einem Chatbeitrag was sagen. Also wir plädieren für einen zielartenspezifischen Ansatz, weil das ich kann eine Fassade, da muss ich spezifisch sein. Das kann ich nicht allgemein strukturell besser machen. Aber selbstverständlich ist es jetzt für eine Vegetationsentwicklung, da muss ich jetzt nicht so zielartenspezifisch arbeiten, sondern da geht es natürlich um Strukturreichtum, um eine ganz, ganz breite Palette an Arten zu adressieren. Also auch da finde ich, sollte man überhaupt nicht dogmatisch sein, ja. Also manchmal geht man eher in Richtung so einer allgemeinen strukturreichen Biotopentwicklung, ja, und dann muss man wieder spezifischer werden. Also das ist eigentlich sozusagen unsere Haltung und Empfehlung in Bezug auf diese Diskussion. Ja, aber nur zu sagen ist, wir brauchen einfach strukturreichere Räume, das funktioniert in der Stadt auch wiederum nicht. Das ist zu unspezifisch, weil wie eine strukturreiche Fassade allgemein ausschauen soll, da fehlt mir die Fantasie zum Beispiel, sondern ich glaube, das ist spezifisch. Ja, danke für diese Ausführung. Gibt es sonst noch Fragen aus der Runde oder hier aus dem Raum zum Beispiel? Moment, Kim, du hast noch eine erhobene Hand.
Genau, ich hätte Vielleicht eine schreibst du Frage dich und dazu. zwar, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Ich fand es auch super interessant, weil das Gedanken sind, die ich damals in meinem Studium tatsächlich, denen ich nicht so wirklich über den Weg gelaufen bin. Was ich mich gefragt habe, sind zwei Dinge. Einmal zu Biodiversitätsvorgaben in der Stadt- und Gebäudeplanung. Kennt ihr da Kommunen, Städte, Orte, die da vielleicht schon regulatorische Vorgaben machen, oder ist das bisher vor allem noch intrinsische Motivation? Vielleicht erstmal die erste Frage. Ja, also ich kann da was zu sagen, weil ich mich zunehmend mit Singapur beschäftige. Und Singapur ja da schon auch ist klimatisch, ne, ein ganz anderer Raum, aber die sich ja schon viel damit beschäftigen, wie kann Grün und wie kann Biodiversität halt auch in die Stadt integriert werden und welche Probleme entstehen daraus. Also die haben sich da auch schon ganz kritisch mit auseinandergesetzt, weil die natürlich auch eine ganz andere Tierwelt haben. Da gibt es alles Mögliche, was vielleicht auch giftig ist und so weiter. Und die haben aber schon bestimmte Sachen erlassen. Also die sind, würde ich sagen, weltweit Vorläufer, ne? Dass halt beispielsweise jedes Gebäude, wenn ich das richtig weiß, was über 10 Etagen hoch ist, muss eine Fassadenbegrünung haben. Oder auch, ne, wenn möglich, halt auch noch eine Dachbegrünung dazu. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, halt mal nach Singapur zu schauen. Andere Sachen auch, ich meine, es passiert auch in Europa viel. Für Berlin kann ich sagen, es passiert sehr, sehr viel auf der Ebene von, man macht Studien. Also wenn man auf die Senatsverwaltung geht, kann man ganz viele Studien finden zu Biodiversität, zu, ne, Klimabäumen und so weiter. Was dann umgesetzt wird, ist dann leider oftmals eine andere Frage. Und ich glaube, Wien, Thomas, da kannst du bestimmt noch, weil die scheinen ja auch ganz fortschrittlich in vielerlei Hinsicht. Ja, jetzt so eine aktive Biodiversitätsgeschichte nicht so sehr. Aber also ich würde sagen, in die Schweiz lohnt es sich zu schauen, Gründachverordnungen mit Qualitäts Angaben, wie die Dächer auszusehen haben. Das ist sicher ein Weg und da gibt es auch in Deutschland Kommunen, die das machen. Ich denke, ist überfällig, dass das in allen Großstädten irgendwann kommt. Also es gibt ja keinen Grund, auch jetzt ökonomisch nicht, muss man sagen, Dächer nicht zu begrünen in einer gewissen Qualität. Man kann Fassadenbegrünung vorschreiben und es gab einen Entwurf für die Bauordnung für Berlin, der dann nicht beschlossen wurde durch den politischen Wechsel. Der zum Beispiel gewisse Elemente wie Fassaden, Nisthilfen vorgeschrieben hätte. Also und auch vogelsicheres Glas. Also da gibt es auf alle Fälle regulatorische Möglichkeiten, da zumindest mal so einen Sockel zu definieren, um da das Baugeschehen biodiversitätsfreundlicher zu gestalten. Und ich kann vielleicht noch hinzufügen, also bei Timothy Beatley in dem Text Biophilic City Planning, da sind auch Beispiele aus der ganzen Welt drin. Und da kann man auf jeden Fall auch mal schauen, was es da so für Verordnungen gibt. Also es gibt da sehr, sehr viel oder auch auf der Biotope City Seite, die haben auch immer ganz viel. Deswegen bin ich jetzt auf Wien gekommen. Die haben auch immer ganz viel über die jeweiligen Verordnungen, gerade auch was Gebäudebrüter und so weiter mit angeht. Also da gibt es eigentlich schon sehr, sehr viel. Und ich wollte aber auch noch, wenn ich darf, Elisabeth und Ulrike, meine Frage loswerden, weil das brennt mir schon etwas auf den Nägeln, wie ihr dazu gekommen seid, halt aus den 10 Punkten, die ihr formuliert habt. Ist da eine bestimmte Reihung drin oder hat sich das einfach ergeben oder und könnt ihr da was zu sagen? Ulrike, ja, kannst du das einschätzen oder Ich war ja bei dem Prozess, wie die erstellt wurden, nicht wirklich dabei. Deswegen kann ich da jetzt nicht abschließend was zu sagen. Also vom Gefühl her kann ich mir schon vorstellen, dass zum Beispiel die erste Forderung auch als sehr wichtig empfohlen wird, also empfunden wird, dieses Überdenkbedarfe, dass es irgendwie, auch wenn es nicht beabsichtigt ist, vielleicht eine Rangfolge gibt, aber ab wann die sich in den Punkten so, also ob die wirklich bis zum Schluss durchgerankt ist, dass und jetzt Biodiversität auf dem 8. Platz absichtlich sozusagen ganz weit hinten gelandet ist, weil alles andere wichtiger war, das würde ich jetzt nicht so behaupten, aber
Vom Gefühl kann ich mir vorstellen, dass sich schon überlegt wurde, was steht jetzt an der Nummer 1 oder an der Nummer 2. Aber ich war eigentlich nicht dabei, also vielleicht kann das Elisabeth beantworten. Ich war tatsächlich im Prozess der 10 Sortierungen sozusagen auch nicht ganz involviert. Ich gucke mal hier in die Runde. Hier sind ja ein paar von Architects for Future, ob da jemand dabei war. Ich glaube aber auch, dass es eigentlich keine Gewichtung sozusagen darstellen soll, sondern einfach eine Aufzählung ist und irgendeine Reihenfolge müssen wir hier setzen. Und tatsächlich glaube ich aber auch, dass es natürlich aus einer sehr architektonischen, baulichen Brille gedacht ist, weil das natürlich die Anwendungs- oder die Handlungsempfehlungen ja sind und da ist, wenn wir auch, also ne, es gibt diese zwei riesigen Bedrohungen der menschlichen Existenz, du hast sie genannt, der Klimawandel und die Biodiversität oder der Verlust der Artenvielfalt, ganz, ganz wichtig. Und wenn wir aber eben auf diesen Teil des Klimawandels und der Klimakrise gucken mit den CO2-Emissionen, mit den Emissionen und den Energien, die da verbraucht werden, mit dem ganzen Ressourcenthema, was dazu kommt, also auch dem ganzen Müllaufkommen und dem Rohstoffverbrauch, was wo der Bausektor einfach Nummer 1 auf allen Plätzen ist, ist das sicherlich der riesige Hebel, der für den Bausektor erstmal sehr offensichtlich da liegt und an den man erstmal rangehen muss. So, und dann kommt natürlich die Biodiversität und wir werden nicht müde, das eben auch zu betonen, dass das die eine der anderen großen Bedrohungen ist. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Aber ich finde es eben genauso wichtig, das auch nicht gegeneinander zu stellen, sondern es eben total zusammenzudenken. Auch du hast es gesagt, beim Thema Dämmung der Gebäude. Also das muss natürlich, also das ist sicherlich auch möglich, ohne Styropor an die Wände zu kleben. Also auch das sehen wir natürlich kritisch, weil auch das ist ein fossiler Baustoff. Davon müssen wir weg. Und wenn wir dann aber umdenken und Gebäude sanieren und dämmen, geht das ja auch mit nachhaltigen Rohstoffen und dann eben, wie Thomas ja auch gezeigt hat, mit Lösungen, wo trotzdem Artenvielfalt, Tierbewohnende und auch grüne Fassaden mitgedacht werden. Da möchte ich auch nochmal betonen, auch da ist nicht, also wenn du Stichwort Singapur bringst, du hast es auch gesagt, es ist natürlich eine ganz andere klimatische Zone, aber auch wir dürfen natürlich hier dann in Deutschland nicht den Fehler machen, das 1:1 zu übertragen und uns damit neue technische Probleme sozusagen ins Haus zu holen. Gerade nicht erdgebundene Fassadenbegrünungen sind super kritisch zu betrachten, weil die einfach wahnsinnig viel Aufwand, Pflege brauchen, weil zum Teil die Betontröge, in denen die dann untergebracht sind, mehr CO2 verbrauchen in der Herstellung des Betons, als jemals diese Pflanze wieder verarbeiten kann. Also da auch genau gucken, nochmal in die Literaturliste von euch gucken. Ich habe auch noch Nicole Floser verlinkt hier. Gucken, dass eben die Fassadenbegrünung erdgebunden ist und damit eben auch einer natürlichen Bewässerung und Low-Tech funktionieren kann. Absolut, ja. Ich Genau würde das. da, also dem würde ich auch absolut zusprechen, wobei auch das ist in Singapur wieder eine andere Situation, weil da regnet es viel mehr. Also von daher ist das auch nochmal wieder, ne, ist wie, genau wie du sagst, das ist natürlich nicht eins zu eins übertragbar, ist auch politisch nicht eins zu eins übertragbar, weil das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Und was aber das Beispiel Singapur uns auch zeigt, weil du ja sagtest, ne, da ist auch viel Maintenance. Und ich glaube, das ist auch noch was, was ich vielleicht hier mit einbringen möchte, was ich auch gedacht habe, als ich Thomas zugehört habe und dachte, so den Punkt hätte ich ja eigentlich machen sollen, auch als Historikerin, die Frage der Temporalität. Also wenn wir Biodiversität denken, dann ist es nicht sozusagen das Gebäude als Endpunkt. Und wenn es dann da ist, dann ist es fertig. Ja? Also wir müssen immer sozusagen diesen ganzen Prozess denken, der sowohl, und das hat Thomas ja auch nochmal unterstrichen, vom Baubeginn oder sogar davor denkt. Ne? Also schon nur diese Idee, wir bauen auf die grüne Wiese, ne? Wie ja oftmals noch, als sei davor nichts. Aber da leben ja auch schon ganz viele unterschiedliche Tiere, Pflanzen, Fungi und so weiter. Also dass das auch alles ein Prozess ist, der eine Temporalität hat und wo wir halt auch immer dran denken müssen, beispielsweise bei Gebäudebegrünung, die muss auch aufrechterhalten werden. Ne? Also zum einen muss es Raum gegeben werden, dass es wachsen kann und nicht, was wir auch oft sehen bei Gebäudebegrünung, das sieht dann in dem Moment, wo es eröffnet wird, schön aus und dann hält sich das aber nicht, weil sich es durch die Jahreszeiten nicht hält oder halt auch durch Hitzewellen und so weiter. Also dass man hier
auch Temporalität mitdenken muss. Also zum einen, wo kommt es historisch her? Wie hat es sich entwickelt? Wie kann es im Bauprozess begleitet werden? Das sind unterschiedliche Temporalitäten, aber wie kann es dann halt auch weitergehen, dass es wachsen und gedeihen kann? Weil es sind Lebewesen, ich meine, auch jedes Gebäude lebt. Ja, das wissen wir ja auch. Bestimmte Materialien altern auf bestimmt unterschiedliche Arten, aber halt besonders, wenn wir halt Biodiversität wollen, kann das Gebäude oder das Gebaute dann nicht das Ende sein. Ja, das ist sozusagen ein Teil in dem Prozess, den man auch viel weiter denkt. Also von daher muss man wahrscheinlich auch Temporalität, Dauer auch nochmal anders denken. Absolut, also da kommen wir dann auch schon wieder zu einer politischen Dimension oder zu Genau. einer politischen Forderung eigentlich, dass gerade was das öffentliche Grün angeht, entsprechende Gelder eingestellt werden, um das auch zu pflegen und zu warten, ne? Das genau. Weil in Singapur macht man das, da hat man von vornherein halt dann auch mitgedacht, wer sozusagen betreut das dann, diese Gebäudebegrünung. Und deswegen ist das vielleicht auch in der Hinsicht, ne, kann man dann auch ganz viel politisch fragen, wer macht das? Da gibt es dann auch ganz viel, ne, soziale Fragen, die dahinter hängen. Aber da wird das in gewisser Weise mitgedacht. Was hier oftmals, teilweise wird es ja auch, neue Straßenbäume kriegen 2 Jahre Pflege und danach müssen sie dann sehen, wie sie weiterkommen. Also. Elisabeth, ich müsste jetzt los, leider. Ja, wir beenden auch die Runde sozusagen. Vielen Dank für den Hinweis. Ich gebe nochmal mit, ich habe das am Anfang schon gesagt, in einer Handvoll Erde stecken 8 Milliarden Lebewesen, kleine Mikrobioorganismen. Die haben keine Lobby, aber ihr als Planende und als die Architektinnen sozusagen seid die Lobby dafür, das zu schützen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich nochmal an unsere drei Gäste und Gästinnen des heutigen Tages zum Thema Biodiversität. Gebe nochmal den Hinweis auf kommende Woche. Dann sind wir schon bei Forderung 9. Es ging jetzt rasend schnell. Das ist, übernehmt soziale Verantwortung an die Architektinnen und Architekten. Und wir haben dazu Gast Tatjana Schneider aus Braunschweig und Frauke Gerstenberg aus Kiel. Und Bernhard und Caroline als VertreterInnen von Architects for Future. Die Aufzeichnung wird wie immer im Nachgang bei YouTube hochgeladen. Ihr bekommt die Folien zur Verfügung gestellt über die verschiedenen Seminarangebote. Und damit schließe ich die Runde, sage vielen herzlichen Dank und wünsche euch allen noch einen schönen Tag.